Der Pate, mein Vater, sagte zu mir, als kleiner Ganove, da wird nichts aus dir. 5 Hühner laufen für dich auf den Strich, das ist viel zu mühsam, das lohnt sich nicht. Und dass du als Dealer dein Einkommen hast, dann stehst du immer mit einem Bein im Knast. Willst du die Leute richtig bescheißen, versuch es in den höheren Kreisen. Ich sag dir, mein Junge, zum Henker, geh zur Bank, mein Sohn, werde Banker. Auf dem Kiez, mein Sohn, das glaube ich dir, da warst du vielleicht ein gefürchtetes Tier. Du hast den Messetresor geknackt, na und, was hast du bei eingesackt? Keine 30 Mille hast du kassiert und die Scheine waren alle noch nummeriert. Willst du die Leute richtig bescheißen, versuch es doch in den höheren Kreisen. Ich sag dir, mein Junge, zum Henker, geh zur Bank, mein Sohn, werde Banker. Ja. Mit der Mafia-Masche Schutzgeld kassieren scheint doch auch nicht mehr zu funktionieren. Hast die Bullen bestochen wie jedes Jahr und trotzdem sind sie schon vor dir da. Da wirst du des Lebens doch nicht mehr froh und immer trägst du selber das Risiko. Willst du die Leute richtig bescheißen, versuch es in den höheren Kreisen. Die Moral wird von Tag zu Tag kränker. Geh zur Bank, mein Sohn, werde Banker. Und außerdem, Junge, es ist nicht bequem. Als Einbrecher hast du ein Imageproblem. Das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen und was dir die braven Leute erzählen. Der Banker jedoch jeden ausrauben kann und bleibt doch immer ein ehrbarer Mann. Keine Gemeinheit ist dem Banker fremd und doch trägt er immer sein weißes Hemd. Auch noch als Milliardenversenker. Geh zur Bank, mein Sohn, werde Banker. Ja, willst du die Leute so richtig bescheißen? Versuch es in den höheren Kreisen. Die Moral wird von Tag zu Tag kränker. Geh zur Bank, mein Sohn, werde Banker.